Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich habe das allererste Mal bei der Wachsmacherei bestellt und wollte euch mein kleines, aber feines Paket jetzt sehr gerne mal zeigen. Dani macht ja jetzt seit einiger Zeit Duftmelds und Katharina stellt die immer so toll vor in ihren Vor-Restock-Videos. Und dieses Mal habe ich so einige Düfte entdeckt, die sie vorgestellt hat, die mich auch gereizt haben. Zudem habe ich so ein paar Tauschpakete in der letzten Zeit gehabt, in der mal das ein oder andere Wachsmacherei-Düftchen drin war. Und die haben mich bis jetzt alle überzeugt von ihrer Optik und auch ihrer Qualität. Und da wollte ich jetzt gerne meine erste Bestellung auch da mal loslassen. Und ich habe mir ein paar sehr schöne Düfte, wie ich finde, ausgesucht. Aber auch hat die Dani mir ganz, ganz tolle Goodies noch eingepackt. Und die wollte ich euch jetzt mal zeigen. So, eingepackt fand ich total toll. Ohne Plastik, nur mit Papier und diesem Papiergefuddel hier. Was ich klasse finde, das nehme ich dann immer, entweder benutze ich es weiter oder wenn ich das nicht brauche, dann verpacke ich es in den Kamin. Und sie hat auch noch eine ganz tolle Goodie-Tüte beigelegt, so ein kleines Osterhäschen drauf und personalisiert dann auch Liebe Sarah, fand ich total schön. Und das Osterhäschen werde ich mir dann Ostern auch gönnen. Und jetzt fange ich mal mit den Goodies an, die sie eingepackt hat. Das ist eine ganze, ganze Menge. Schaut mal, da hat sie richtig viel reingetan. Und das freut mich sehr, weil ich halt einfach noch nicht so viele Düfte kenne von Dani. Und ich finde das dann toll, wenn man so ein bisschen das Duftspektrum testen darf. Den ersten, den ich jetzt hier in der Hand habe, ist Swedish Dream Salt. So sieht das aus. So eine kleine Waffel. Und das ist ein sehr aquatisch-ozoniger Duft, der eine gewisse florale Note drin hat. Da könnte Salty Sea Air oder so ein Meeresduft drin sein. Sehr frisch, sehr angenehm, gefällt mir richtig, richtig gut. Und den habe ich auch bisher sonst noch nirgendwo gesehen. Der nächste Duft ist Lavender Mist. Der sieht auch sehr schön aus. Das ist so eine kleine lilane Waffel mit ein bisschen Glitzer, ganz herrlich. Das ist ein schöner Lavendelduft, der sehr viel frische Luft hat. Der hat so ein bisschen was von draußen sein, von auf einer Wiese stehen. Der Lavendel ist auch nicht im Vordergrund, also das finde ich ganz toll. Riecht eher wie so ein Tag draußen im Garten und man hat Lavendel auch mit im Beet und nicht nur pur Lavendel. Dann ein Stück einer Tafel von Bubblegum Ice Cream. Die finde ich auch optisch total schön mit Pink und Türkis, also richtig toll. So. Ja, das ist richtig, richtig süßes Kinderkaugummi. Huba Buba at its best. Da ist auch eine Süße drin, die mich an Eiscreme erinnert, aber für mich könnte das auch einfach Bubblegum heißen. Also süß, fruchtig, Kaugummi und klebt schon an den Zähnen, als wüsste man, wenn man reinbeißt, wie sich das anfühlt an den Zähnen. Also sehr, sehr Kindheitserinnerung hervorrufend. Dann einer, der heißt Strawberry Lemon Muffin. Und ich glaube, das war auch einer, der jetzt im Restock zu bekommen war. Da meine ich, hat sie nämlich auch tatsächlich so Muffin-Förmchen gegossen. Ja, und der riecht nach einem richtig schönen, lockeren Zitronenkuchen. Und der hat so ein bisschen Erdbeertopping. Also ein wirklicher Lemon-Biscuit-Teig und da sind da so Erdbeeren dran vorbeigeweht. Also ich glaube, dass die Zitrone hier deutlich mehr im Vordergrund ist als die Erdbeere. Warm weiß ich nicht, müsste man dann ausprobieren. Dann habe ich Rose Gold. Da bin ich mir jetzt auch nicht sicher, ob der nicht auch mit im Restock war.
Auf jeden Fall finde ich den Namen allein schon total schön. Und ich mag auch die Optik vom Wachs. Ne? Das ist ein unheimlich schönes Altrosa. Und der gefällt mir vom Duft her auch sehr, sehr gut. Der ist fruchtig und floral. Feminin pudrig. Ja, ganz, ganz toll. Gefällt mir richtig gut. Da werde ich mir auf jeden Fall, wenn der nochmal kommt, mehr bestellen. Und Southern Sunshine. Auch wunderschön. Das ist auch so ein großes Brittle. Und auf der Rückseite hat es ganz viel Glitzer. Und Southern Sunshine ist ein sehr fröhlicher, spritziger Orangenduft. Da könnte auch so ein bisschen was von Kumquat oder so drin sein. Das ist nicht pur Orange, aber es ist auch keine Zitrone. Es könnte auch noch Blutorange, irgendwie sowas in diese Richtung gehen. Also eine herbe, spritzige Orange. Und der ist sehr fröhlich und hat trotzdem etwas Wärme drin. Also als wenn da so eine Spur Sandelholz oder irgendwie in diese Richtung was dabei ist. Gefällt mir sehr gut. Also auch der wäre auf jeden Fall ein Kandidat für einen Nachkauf, wenn im nächsten Restock der Duft mit dabei sein sollte. So, jetzt kommen wir aber zu meiner Bestellung. Es ist alles wunderschön in so roséfarbenes Seidenpapier verpackt. Ich packe das jetzt mal so ein bisschen aus. Das Papier werde ich auf jeden Fall wiederverwenden. Und da waren doch so einige Düfte dieses Mal dabei, die Katharina so gezeigt hat in ihrem Video, wo ich gesagt habe, ja, das könnte was für dich sein. Zum Beispiel fange ich mal mit dem hier an, Saturday Morning Cartoons. Und das ist so ein großer Loaf, voll schön, mit Löffel und Fruit Loops. Total cool gemacht, ganz, ganz viel Glitzer. Und die sehen richtig, richtig echt aus, finde ich großartig. Und ich mag den Duft von Fruit Loops total gerne. Das heißt ja manchmal Looping Morning und wie die alle so heißen, die Öle bei den Herstellern. Und der hier wird auf jeden Fall beschrieben als frische Milch, süße Marshmallows und kleine bunte Frühstücksringe mit frischen Apfelspalten. Und dazu lustige Cartoons im Fernsehen. Ja, und ich finde, der riecht... Der ist, glaube ich, auch noch mehrfarbig gegossen. Ich muss mal eben versuchen, den rauszuholen. Ja, total schön. Schaut mal. Der ist richtig cool, bunt. Und der riecht nach frischen grünen Äpfeln, nach Milch, nach Zucker. Die Äpfel riecht man aber auf jeden Fall deutlich raus. Und ich freue mich darauf, weil... Ich habe im Moment irgendwie so ein Faible für Milchdüfte. Ich mag gerade Düfte sehr gerne, wo Milch mit verarbeitet ist. Also zum Beispiel Strawberry Milkshake oder Pink Sugar und Sugared Milk gibt es, glaube ich, als Kombi total oft. Solche Düfte, die sind gerade bei mir irgendwie, habe ich total Lust drauf. Und da habe ich gedacht, so ein Frühstücksserialienduft, der ist auf jeden Fall auch was für dich. Dann habe ich einen Duft, den habe ich sofort kaufen müssen, weil ich den beim letzten Mal, als er in einem Restock dabei war, schon toll fand, aber wegen dem einzeln dann zu bestellen, wollte ich nicht. Lavendelzucker heißt er nämlich. Und ihr wisst ja, dass ich Lavendeldüfte total gerne mag und da habe ich hier so ein kleines Scentshot bekommen. Und der hat mich halt interessiert, weil ich die Kombination aus Lavendel mit Foodie total toll finde. Ich liebe auch einen Duft von Sweet Mamsell, den ich habe. Das ist Lavender Buttercream Cake oder so ähnlich. Und ich finde, das geht so unfassbar gut, Lavendel mit Foodie zu kombinieren. Oder Lavender mit Zucchini Bread oder so, das funktioniert toll. Und der hier ist auch super.
Der ist halt parfümig-lavendelig, hat aber dann diese unheimlich süße, zuckrige Note. Gefällt mir richtig gut. Also Lavendelzucker ist auch auf jeden Fall was für Leute, die mit Lavendel, so krautigem Lavendel, nicht so viel am Kopf haben. Beschrieben wird da übrigens, was für eine schöne Kombination aus sanfter Zuckerwatte, süßen Zuckerkristallen, einer Spur Vanille, etwas Erdbeere und einem würzigen Hauch von frischem Gartenlavendel. Genau, ein Mini-Melt-Cup, so heißt die Größe. Dann habe ich einen Duft gesehen im Video von Katharina, den hätte ich mir nicht bestellt. Hätte sie nicht gesagt, man sollte es echt mal ausprobieren, weil es so außergewöhnlich riecht. Und zwar spreche ich von Wildleder und Vanille. Das ist auch ein Stück Tafel. Und das ist warmes, behagliches Wildleder mit Vanillenote. Genau, und da habe ich keine Ahnung gehabt, wie das riechen soll. Und es riecht wirklich fantastisch, ganz, ganz interessant. Also ihr müsst schon den Geruch von frischem Leder mögen. Also wenn man eine neue Tasche hat aus Leder oder ein Portemonnaie aus Leder, wenn man das so aufmacht und dieser frische Lederduft, der ist ja unverkennbar, den muss man mögen, denn den hat er hier auf jeden Fall. Und dann kommt da eine zuckrige Lavendelnote zu, ach, eine Vanillenote dazu. Ganz, ganz spannend. Außergewöhnlich, und ich liebe außergewöhnliche Düfte. Das ist mit Sicherheit keiner, den ich jetzt regelmäßig verdüfteln möchte. Aber ich werde diese Täfelchen hier in ganz kleinen Portionen dann mal ausprobieren, denn ich glaube, das könnte als unterschwelliger Duft im Raum ganz, ganz toll sein. Also finde ich so außergewöhnlich und so mutig, das auch als Duft in einem Restock dann mit aufzunehmen. Fand ich eine tolle Kombi und werde ich gerne auch warm testen. Dann hatten wir einen Duft vorgestellt bekommen, den hatte ich als allererstes auf der Wunschliste. Das hat sich so nach mir angehört. Und zwar spreche ich von Sweet Powder. Da haben wir so einen Kussmund-Clamshell, sanfte, pudrige Nuancen mit süßen Zuckerkristallen und floralen Akkorden. Ja, und ich mag ja so feminin-pudrige Düfte im Frühling sehr gerne. Und das ist hier auch gegeben. An wen erinnert er mich? Er erinnert mich an einen Duft. Ein bisschen erinnert er mich an Lake Sunset. Ist auf jeden Fall pudriger als Lake Sunset, aber so diese Grundnote da drin, die könnte das sein. Sehr schön, sehr feminin, sehr pudrig, sehr warm und weich. Es sind florale Noten drin, aber es ist jetzt nicht so erschlagend, dass man das Gefühl hat, man steht in einem Blumengarten, sondern es ist wirklich eher floral, parfümig und feminin. Ja, mag ich sehr, sehr gerne, ist absolut mein Beuteschema und darum war der als erstes auf der Wunschliste. Dann habe ich einen Teeduft gesehen in der Vorschau und bei Teedüften kann ich ja wirklich nicht wirklich nein sagen. Ich liebe Teedüfte und sie hatte jetzt Blossom Tea im Angebot. Der sieht auch wunderschön aus mit so echten Teeblättern drauf. Ich versuche es mal euch zu zeigen, ohne dass mir alles runterfällt. Genau. Richtig, richtig hübsch. Frisch aufgebrühter Blütentee. Wunderbar entspannend. Ja, man sieht, dass da auch wirklich echte Blüten drin verarbeitet sind. Es riecht auch nach Tee. Es riecht nach weißem oder grünem Tee. Schwarzer Tee ist es nicht, würde ich sagen, und auch kein Räubosch oder Früchtetee. Ja, ich würde sagen, es ist weißer Tee und der hat so richtig schöne florale Noten. Das könnte so ein bisschen Lavendel sein, es könnte so ein bisschen Rose sein, also auf jeden Fall Blütennoten und das gefällt mir sehr gut. Blossom Tea ist auf jeden Fall mein Beuteschema. Ja, dann habe ich ein ganz, ganz süßes Melt von ihr bekommen. Das fand ich so schön, das musste ich allein auch schon wegen der Optik kaufen. Lavendel-Eis. Guckt mal, ist das nicht herrlich? Mit einem richtigen Eisstiel.
So, als könnte man es echt lutschen. Ganz toll, oder? Sahniges Vanilleeis mit aromatischer Lavendelnote. Und die Lavendelnote ist kalt, nicht besonders doll. Ich finde, das Sahneeis kommt viel, viel mehr raus. Herrlich, sahnig, cremig. Ich würde am liebsten sofort hier dieses Eis mir in den Mund stecken und dran lutschen. Riecht unheimlich authentisch nach Sahneeis. Und dann kommt aber diese zarte, krautige Lavendelnote durch. Die ist aber sehr, sehr unterschwellig und angenehm. Also großer Favorit. Das könnte ein absoluter Liebling werden, Lavendeleis. Dann habe ich einen Mango-Lassi-Duft entdeckt und ich bin vor kurzem von der lieben Jana, einer Zuschauerin von mir, und absoluter Duftnase angesteckt worden mit dem Mango-Lassi von Blue Moon. Den hatte ich noch nie ausprobiert, aber ich mag Mango-Düfte unheimlich gerne und sie hat mir da ein bisschen was zum Testen geschickt. Nochmal danke, Jana. Und jetzt hatte die liebe Dani auch Mango-Lassi Creamsicle im Angebot. Süße, reife Mangos und cremig, sahniger Joghurt. Köstlich. Ja, und da konnte ich nicht Nein sagen. Auch das sieht so toll aus. Und ich finde, das könnte man auch zum Anbeißen lecker, oder? Also großartig. Und ich mag diese Kombi total gerne aus dieser sahnigen Joghurtnote. Sahnig, aber doch säuerlich wegen dieser, also Joghurt ist ja, wenn man an einem Naturjoghurt riecht, ist es ja eher säuerlich cremig. Und dann diese unheimlich tolle, fruchtige Mango dabei, großartig. Absoluter Favorit für den Sommer. Ich glaube, Mango Lassi werde ich mir bei Blue Moon, weil ich weiß, sie hat das Öl, auch nochmal als Custom gießen lassen. Ich finde es großartig. Herrlich. Fruchtig, säuerlich, süß, ganz, ganz toll. Mango Lassi Creamsicle. Und dann hatte mir, das fand ich so, so toll, Dani noch einen Duft eingepackt, den ich vergessen hatte zu bestellen. Ich habe sie angeschrieben auf Instagram und wir haben so ein bisschen hin und her geschrieben und dann habe ich ihr gesagt, kann ich noch einen nachordern? Ich habe vergessen, Pink Kitty zu bestellen und das ist eine große Tafel und den hat sie mir jetzt noch dazu getan. Fand ich so, so lieb. Und ja, ich habe Geburtstag und sie hat gesagt, das ist ein Geburtstagsgeschenk. Ja, großzügig, großzügig kann ich nur mich bei dir bedanken, liebe Dani. Das fand ich so, so toll und ich weiß, dass sie fast genau gleich mit mir Geburtstag feiert. Von daher, ja, nochmal nachträglich alles Gute, wenn du das siehst. Und Pink Kitty ist eine ganz, ganz tolle Tafel, die zweifarbig rosa und pink gegossen wurde mit ganz viel schönem Glitzer. Und da war ich so von angetan, weil Katharina in ihrem Video gesagt hat, dass das so eine schöne, süße, beerige, aber sehr sahnig süße, beerige Note hat. Und bei Beerendüften bin ich ja immer vorsichtig. Ich finde, Beerendüfte, die so sauer sind, sind oft nichts für mich. Ich mag aber zum Beispiel Wildberry Mousse total gern. Und da habe ich mir gedacht, das musst du trotzdem ausprobieren. Und der ist wirklich ganz rund, ganz gelungen. Erinnert mich auch ein bisschen an meinen Rainbow Shake von Yankee Candle. Es ist halt beerig, es ist halt milchig, süß, sahnig. Tolle Kombi, ganz rund, ganz lecker. Ja, freue ich mich riesig, dass ich mal wieder einen Beerenduft gefunden habe, den ich wirklich gerne mag. Und ich glaube, das könnte für den Sommer auch mit ein Favorit werden. Ich stehe im Moment frühlingsmäßig ja so ein bisschen auf pudrig und cremig und milchig. Und Richtung Sommer kann ich mir toll so milchige Düfte mit Beere oder eben milchige Düfte mit Mango oder Erdbeer, also das kann ich mir gut vorstellen, dass das dieses Jahr so meine Duftrichtung für Frühjahr, Sommer werden könnte. Jedenfalls sieht die Tendenz da ziemlich nach aus.
Und ja, ich freue mich sehr über die ganzen tollen Düfte und freue mich unheimlich aufs Testen. Ja, und wenn ihr Kombinationsideen habt, die so ein bisschen in meine Richtung gehen, dann schreibt mir das doch sehr, sehr gerne. Und wenn die nächste Custom Order Option bei Dani öffnet, möchte ich das total gerne wahrnehmen und mir da auch ein bisschen bestellen. Und wenn ihr so Duftfavoriten habt von ihr, Mischungen habt von ihr, die in letzten Restocks super waren für euch, die ihr so total mochtet, dann würd ich mich sehr freuen, wenn ihr ein bisschen mir helft und in den Kommentaren mich daran teilhaben lasst, was so eure Duftlieblinge bei Dani sind. Und deswegen, ja, freue ich mich über meine erste Bestellung, werde das jetzt alles schön verräumen und dann die nächsten Tage anfangen zu testen. Und ja, freue mich dann, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Beim nächsten Aufgebraucht wird es vielleicht den ein oder anderen Duft dann schon ja, in warm hier bei mir in der Lampe verschlagen haben. Und dann werde ich euch da mehr zu sagen, wie sie mir warm gefallen haben. Und bis dahin wünsche ich euch eine wunderschöne Zeit, genießt es und ja, bis zum nächsten Video. Tschüss!